Wir müssen über das größte Problem der Bergsportler reden. Das ist keine Übertreibung. Es ist tatsächlich das größte Problem und betrifft früher oder später irgendwie fast alle von uns. Es geht um Blasen. Und wie die entstehen und wie wir sie verhindern können, darum geht's heute. Zu Beginn die Information im Sinne der hundertprozentigen Transparenz auf dem Kanal. Dieses Video ist in Zusammenarbeit mit der Firma hinter Ride Sox, Blasenstopper und Bodyglide entstanden. Wir haben uns vor einiger Zeit in einem Gespräch ganz flott unterhalten und wollen nun gemeinsam ein bisschen zum Thema Blasenreibung und Probleme diesbezüglich aufklären. Deshalb starten wir nun mal mit der Frage: Was sind eigentlich Blasen und woher kommen sie? Beziehungsweise warum tun sie eigentlich so unfassbar weh? Blasen entstehen deshalb, weil unser Körper aufgebaut ist wie eine Schichttorte. Vor allem die Haut ist das. Vereinfacht gesagt gibt es da verschiedene Lagen. Und jede Schicht hat eine wichtige Funktion. Die oberste Schicht, die Epidermis, die hat ganz oben, das was wir berühren können, eine Hornschicht. Nun sind die ganzen Hautschichten nicht wirklich miteinander verklebt, sondern mit genug mechanischem Einwirken lässt sich hier alles ein bisschen verschieben. Die Haut ist sehr elastisch und flexibel. Blasen sind nun nichts anderes als eine Flüssigkeitseinlagerung zwischen zwei Hautschichten. Tatsächlich tut die Blase allein nicht wirklich weh. Was aber weh tut, ist die gereizte Haut, die die Blase umgibt. Und damit kommen wir auch schon zur nächsten spannenden Frage. Blasen entstehen in erster Linie durch Reibung. Die meisten von uns Bergsportler kennen Reibung vor allem aus den Bergschuhen. Und die Reibung kommt schließlich genau daher, dass wir im Schuh Bewegungsspielraum brauchen und nicht jeder Schuh exakt so geschnitten ist, wie unser Fuß das vielleicht gerne hätte. Wenn wir jetzt am Berg herumtreten, dann führt das unweigerlich dazu, dass sich der Fuß anders bewegt als der Schuh. Und da reden wir manchmal tatsächlich nur von wenigen Millimetern. Reibung per se ist ja auch nichts Schlimmes, aber die Haut, haben wir geklärt, reagiert selbst auch auf Reibung. Denn die Reibung erzeugt nun Wärme. Diese Wärme führt nun zu Schwitzen, denn das macht unser Körper nun mal, wenn es ja warm wird. Ganz gezielt jetzt an den Füßen. Zwei Dinge passieren jetzt. Erstens, die Haut wird weicher und ist nicht mehr so widerstandsfähig. Zweitens, die Socke saugt den Schweiß auf. Je nach Material führt das dann zu einer dickeren, aufgedunseneren Oberfläche, also mehr Reibungspotenzial. Dieser Vorgang schaukelt sich also selbst immer weiter hoch. Prävention ist immer besser als Behandlung eines Problems. Das kennt man ja aus dem Leben. Hornhaut sei eine große Hilfe. Ist es aber nicht wirklich, denn Blasen entstehen auch unter Hornhaut. Denn dann bewegt sich eben nicht nur die dünne Haut, sondern eben auch die dicke Hornhaut mit. Sie ist saumäßig widerstandsfähig und die dicke Hornhaut kann noch weiter verdicken, aber das ist ein langer und zäher Prozess. Außerdem nicht hilfreich, wenn es um Blasen per se geht, denn die entstehen unter der Hornhaut. Die Scherkräfte wirken auf dicke Haut genauso wie auf dünne Haut. Das hilft am Beginn der Wandersaison also eigentlich nichts. Was können wir aber sonst noch tun? Reibung minimieren, das können gewisse Gels, wie der Bodyglide. Den gibt es in unterschiedlichen Varianten, also für unterschiedliche Anwendungszwecke. Wichtig ist, dass die Idee dahinter aber immer gleich ist und gleich funktioniert. Bodyglide ist ein dünnes Gel, das einfach auf die klassischen Stellen aufgetragen wird und dann einzieht. Gefühlt wird die Haut geschmeidiger, glatter und genau das ist der Punkt. Im Prinzip bildet Bodyglide eine Schutzschicht auf der Haut, die die Reibung als Barriere übernimmt und mindert. Normale Cremes führen beispielsweise öfter zu einer aufgeweichten Haut und das Problem kennen wir ja jetzt schon. Und dass Bodyglide ohne Erdöl und ohne tierisches Lanolin auskommt, ist ebenfalls nochmal ein netter Bonus. Gut, wir können also die Haut darauf vorbereiten, im Bergschuh bestmöglich zu performen. Was können wir noch tun? Reibung im Schuh verläuft zwischen Schuh und Socken und in weiterer Folge zwischen Socken und Haut, weil eben auch eine Socke sich bewegt. Was aber, wenn wir noch eine Socke zwischen Haut und Socke bringen? Eine Socke, die dünn und anliegend ist und Feuchtigkeit weitergibt. Weniger Schweiß, weniger Wärme, weniger Scherkräfte auf die Haut selber. Denn bei einem unpassenden Schuh entsteht viel Reibung zwischen Schuh und Socke und nicht mehr ganz so viel zwischen Socke und Haut. Aber wenn wir jetzt noch eine Socke anliegend dazwischen schalten,
ist es noch viel, viel weniger Reibung zwischen Socke und Haut. Hier kommen Right Socks ins Spiel. Das sind nämlich doppellagige Socken und wem das jetzt bekannt vorkommt, darüber habe ich vor vielen Jahren schon mal ein Video gemacht, weil ich seit Jahren mit diesen Socken herumlaufe. Ich bin nämlich selbst ein Kind der Blasenproblematik und deshalb schon lange mit denen unterwegs. Was hier passiert ist, dass diese Innensocke sehr gut am Fuß anliegt, außerdem Feuchtigkeit nach außen weitergibt an die eigentliche Bergsocke. Nun findet die Reibung, die zuvor zwischen Haut und Socken stattfand, jetzt zwischen Socken und Socken statt. Die Hauptsocke kann sich jetzt also bewegen, ohne die Haut dabei zu irritieren. Wir haben die Reibung per se nicht komplett gemindert, aber sie findet jetzt eben nicht mehr an der Haut statt. Eine meiner Meinung nach geniale Lösung. Diese Socken werden an einigen Punkten miteinander vernäht, damit man sie leicht an- und ausziehen kann, ohne dass viel verrutschen kann. Trotzdem müsst ihr wie bei allen Socken darauf achten, dass sie natürlich faltenfrei liegen. Thema Fersenschlupf. Da finden diese Socken meiner Meinung nach die größte Anwendung. Meine Ferse sah früher nach jeder Tour aus wie nach einer Tortur, weil ich eben einen sehr hohen Riss habe, deshalb Schuhe nicht so gut eng schnüren kann und sie nicht so gut passen. Daher schlüpft die Ferse bei harten Kategorie D-Schuhen beim Eisklettern oder bei Hochtouren immer hinten leicht raus aus der idealen Position. Scherkraft ohne Ende, denn der Schuh bleibt ja unten. Das sind jedes Mal Blasen direkt aus der Hölle geliefert. Das hatte ich mit diesen Socken tatsächlich nie wieder. Die Socken tun also per se nichts gegen die Scherkraft oder die Reibung, aber sie sorgen dafür, dass all das auf der Haut per se nicht mehr ankommt. Natürlich kann sich die Innensocke auch noch bewegen, aber schon deutlich, deutlich weniger als die Außensocke. Nun haben wir schon mal zwei Strategien. Einmal haben wir die Haut bearbeitet, einmal haben wir die Socken bearbeitet. Aber was ist mit den Schuhen? Auch hier gibt es eine Lösung. Wieder, es geht um Verminderung der Reibung, Reduktion der Scherkräfte. Das Prinzip bleibt mechanisch immer das gleiche. Hier gibt's Blasenstopper. Die werden an den All-Time-Favorite-Stellen der Blasen bei euch einfach in den Schuh geklebt. Heißt, ihr kriegt immer wieder Blasen an der Ferse, zack, Blasenstopper drauf, auf die Stelle, fertig. Vorteil, wir kleben nichts auf die Haut, es muss also auch nichts schmerzhaft abgezogen werden. Der Blasenstopper ist deutlich, deutlich glatter als der Stoff im Schuh, egal welcher Stoff, egal welches Material. Das ist wirklich glatt. Der Vorteil ist, dass selbst wenn sich die Ferse beispielsweise jetzt viel bewegen würde, die Ferse deutlich besser gleitet. Die Reibung wird also geringer. Weniger Reibung, weniger Wärme, weniger Feuchtigkeit, weniger gereizte Haut. Ich glaube, ihr habt es mittlerweile verstanden. Das ist nun also die Bearbeitung des Schuhs. Und jetzt noch eine große Frage. Braucht man all das unbedingt sofort? Das kommt darauf an. Alle drei Strategien helfen gegen Blasenbildung an allen Stellen am Fuß. Der Bodyglide vor allem auch für die Schultern, wenn der Rucksack beispielsweise reibt oder zwischen den Beinen, an den Oberschenkeln. Wer leichte Probleme mit etwas Reibung und etwas gereizter Haut hat, muss aber nicht gleich mit Kanonen auf Spatzen schießen. Wer große Probleme hat, sollte jedenfalls alles mal ausprobieren und schauen, was die besten Resultate erzielt. Klar ist auch, dass die Kombination der Reibungsminimierer, wenn ich das jetzt mal so nennen kann, natürlich noch effektiver ist. Wie viel Reibungsminimierung letztlich notwendig ist, das ist natürlich von Typ zu Typ unterschiedlich. Und ob man jetzt mehr auf die Socken steht oder eher auf ein Gel für die Haut oder diese Blasenstopper, das ist natürlich auch jedem selber überlassen. Unterm Strich, ich kenne alle diese Dinge persönlich, ich weiß, dass sie gut funktionieren, weil ich selbst Blasen habe und damit sie super verhindere. Und im Fall der doppellagigen Socken mache ich das auch schon seit vielen, vielen Jahren, bei den meisten meiner Bergschuhe. Die Blasen sind eine Qual für sich, aber das müssen sie nicht sein. Vor allem dürfen sie uns Bergsportler nicht unsere Qualität bei den Touren kosten. In diesem Sinne, schreibt mir gern eure Erfahrungen mit Blasen und eure schmerzlichen Erlebnisse gerne mal in die Kommentare. Alle Links zu den einzelnen Produkten, die ich euch gerade gezeigt habe, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!